Immer und immer wieder empfehle ich guten Freunden ein Fundstück aus der Welt am Sonntag, welches nun seinen 10. Geburtstag feiert. Anlässlich dieses publizistischen Jubiläums lege ich besagtes Fundstück heute Ihnen ans Herz. Das Ding mag ein paar Jahre auf dem Buckel haben, verliert jedoch nie an Aktualität und schenkt uns faszinierende Erkenntnisse über die wahre Wirkung von Berichterstattung, die sich jeder Mensch auch für ein unbeschwertes Alltagsleben zunutze machen kann. Es geht um ein Interview mit einem Mann, der seine gravitätische Position bis heute behalten hat. Am 20. Mai 2012, vor genau 10 Jahren also, veröffentlichte die Welt am Sonntag ein Interview mit Ryanair-Boss Michael O'Leary. Es ist noch immer online abrufbar. Ryanair, kennen wir alle. Billigflieger, schlechter Service. Nie wieder, sagen viele nach einem Flug mit Ryanair, um schnell zu merken, nach dem Flug ist vor dem Flug und der marktwirtschaftliche Luftkampf um Kunden wird nicht über die Qualität des Tomatensaftes entschieden. Jeder gelandete Ryanair-Flieger spuckt regelmäßig eine rückenschmerzgeplagte Kundschaft an die Rollbänder von Flughafenterminals in der Knüste, besticht aber fast akupunkturhaft durch eine heilsame Schonung des Geldbeutels. Wir fliegen sie günstig. Um diese Werbebotschaft hinaus in die Welt schweben zu lassen, muss Ryanair keine großen Kampagnen schalten. Die frohe Kunde wird wie von selbst, vor allem dann besonders effektvoll vermittelt, wenn die Berichterstattung in den Medien negativ ist. Only bad news are good news and the best things in life are free. Beispiel. Es hielt sich das Gerücht, die Stewardessen von Ryanair seien angehalten worden, ihr Gewicht zu reduzieren, um Kerosin einzusparen. Darauf angesprochen antwortet Michael O'Leary der Welt am Sonntag ungeniert Folgendes. Die Nummer war nur ein riesiger PR-Gag. Wenn ich so einen Blödsinn wie das mit dem Abnehmen erzähle, verbreitet sich das wie ein Lauffeuer im Internet und bringt mir jede Menge kostenlose Werbung ein. Gilt das auch für all die anderen Maßnahmen, die Sie zwar angekündigt, aber nie umgesetzt haben? Etwa, dass Sie die Piloten abschaffen, Flugzeugtoiletten kostenpflichtig machen oder Stehplätze einführen? Klar, das ist alles Blödsinn, aber jede Schwachsinnsgeschichte, die über Ryanair verbreitet wird, erhöht unsere Buchungszahlen. Auch wenn andere über uns Quatsch erzählen, lassen wir das gern laufen. Zum Beispiel die Legende, dass ich durchs Büro laufe und Mitarbeiter beschimpfe, wenn sie ihre Handys mit meinem Strom aufladen. Als wir darauf angesprochen wurden, haben wir das natürlich gleich bestätigt. Super Schlagzeilen. Beim Kunden bleibt vielleicht hängen, dass ich eine Schraube locker habe, aber auch, dass wir gnadenlos Kosten sparen, um die günstigsten Tickets anzubieten. Nur das zählt. Ryanair-Boss Michael O'Leary ergötzt sich geradezu an der eigenen Despektierlichkeit und liefert einen Klopper nach dem anderen. Herrlich! Ein großer Aufreger war zuletzt, dass sie bald Pornos auf Ryanair-Flügen zeigen wollen. Auch Käse? Das war gar nicht geplant. Auf einer Pressekonferenz hatte ich angekündigt, dass wir unsere Flugzeuge mit WLAN-Internet ausstatten wollen. Ein seriöses Thema eigentlich. Ich wurde von einem Journalisten gefragt, was die Leute denn dann so machen im Internet und habe spontan geantwortet, oh, Videospiele, Zeitung lesen, Pornos. Daraufhin ist natürlich die Boulevardpresse ausgerastet. Pornos an Bord und was ist mit den Kindern? Ich, ja Gott, wenn die Kinder Pornos auf ihren iPads haben, können die wohl auch Pornos gucken. Einige Stunden später gingen unsere Buchungszahlen durch die Decke und normalisierten sich erst nach 3 Tagen wieder. Ich muss also dringend mehr Gründe finden, die Worte Ryanair und Porno in einem Satz zu verwenden. Das Prinzip leuchtet ein, oder? Sobald der Firmenname fällt, steigen die Zahlen. Alles Werbung. Journalisten ziehen einfach andere Schlüsse als ihre Leser und Zuschauer. Wenn in der Ryanair-Zentrale eine TV-Kamera kritisch einen Riss im Kunstledersofa einfängt, welches im Chefbüro steht, dann sind das genau die Bilder, die man von Seiten der Unternehmensleitung haben will. Schaut her, bei uns werden Kosten eingespart, wo immer es möglich ist. Sogar unser Boss benutzt bis zur Ekelgrenze seine angefaulte Couch, um die sagenhaft niedrigen Preise zu ermöglichen. Ich selbst war erstaunt zu erleben, wie weit derlei Kausalzusammenhänge reichen. Ein Flugzeug von Ryanair hatte mal, irgendwo in Spanien, glaube ich, eine besonders schnelle Landung beantragt, weil der Sprit in der Luft auszugehen drohte. In der Luft? Bei einer Pressekonferenz kurz darauf im niederrheinischen Weeze, an der ich damals als WDR-Journalist vor Ort teilnahm, griff ein Kollege den Ryanair-Boss ob dieses Vorfalls frontal an, stellte Fragen, hakte nach.
Oli reparierte alles sichtlich gelassen, antwortete fast genussvoll süffisant. Ich hatte das Wams-Interview im Kopf und wusste daher, was er dachte. Eine beinahe Katastrophe? Nein, war ja nichts passiert. Bei der Kundschaft kommt von dem Vorfall nur an, geil, Ryanair kalkuliert so knapp, die haben nicht mal Platz für einen Reservekanister. Sofort Tickets buchen. Michael O'Learys arrogante Erleuchtungen waren mir kürzlich ein persönlicher Lichtblick, als ich eine fiese Berichterstattungserfahrung machen musste. Falls Sie das entsprechende Video noch nicht gesehen haben, holen Sie es kurz nach, es lohnt sich. Ein Journalist schrieb vor Wochen ganz üble, halbwahre Sachen über mich aufgrund meiner Corona-kritischen Videos. Ein Theater warf mich nach seiner Initiative raus. Den mit seinem Artikel für mich verbundenen finanziellen Aderlass konnte ich natürlich nicht gänzlich auffangen. Doch siehe da, viele Menschen wussten die Buchstabensuppe des Journalisten richtig abzuschmecken und zeigten sich auf sehr aktive Weise interessiert. Echt jetzt? Oft habe ich schöne Kritiken bekommen nach Auftritten, ohne jeden Widerhall. Der Verriss hingegen hat richtig die Runde gemacht. Es gibt jetzt vielleicht Leute, die denken, ich habe eine Schraube locker. Genügend andere wiederum denken, ey, der Ludger K. ist so kritisch, dass er sogar von der größten Regionalzeitung Deutschlands attackiert wird und um seine Auftritte fürchten muss. Sofort Tickets buchen! Also, wenn auch Sie mal verleumdet werden oder es mit einem besonders kritischen Journalisten zu tun haben, bleiben Sie gelassen und dann genießen Sie es.